Das ist das neue eRange X IRX 4 Plus Multiprotokollmodul, das einen USB-Anschluss für das Flashing für neue Firmware hat. Leider funktioniert der USB-Anschluss nicht, weil hier ein Bootloader fehlt. Wurde einfach nicht installiert. Und so braucht man doch einen FDDI-Adapter für das Flashing. Der gelbe PPM-Drehschalter ist für mich nicht nötig, weil ich das Modul seriell über das Taranis-Menü nutzen möchte. Also ist PPM eine Notfalllösung für die, die auf der Taranis die Firmware nicht ändern möchten. Das Plus-Modul sieht fast gleich aus wie das IRX 4 ohne Plus. Das IRX 4 Plus-Modul hat zusätzlich den PPM-Drehschalter mit einem Bind-Knopf und dem USB-Anschluss. Nach dem Öffnen stellt man fest, dass beide Module die gleiche Platine haben. Das heißt, man könnte sogar selber einen USB-Stecker an das IRX 4 einlöten und es später für Updates nutzen. Auf der GitHub-Projektseite finden wir alle Infos zum Flashing. Wir werden als erstes den Bootloader brennen. Zuerst müssen wir die 4-Pin-Leiste anlöten. Dann wird ein Jumper auf dem Boot-0-Pin aufgesteckt. Für die Stromversorgung stecke ich das Modul in meine Taranis X9D Plus ein. Jetzt benötigen wir den FDDI-232-Adapter. Es werden drei Kabel vom FDDI auf die Stiftleiste vom Modul gesteckt. Ground, RX und TX, wie im Bild. Für das Kompilieren braucht man Arduino IDE für Windows oder OS X. Jetzt brauchen wir den neuesten Multiprotokoll-Quellcode von der Webseite. Ich entpacke den Quellcode in mein Arduino-Projektordner und öffne die Datei Multiprotokoll-INO mit dem Arduino IDE per Doppelklick. Nun wird das neue Multiprotokoll-STM32-Board für Arduino benötigt. Unter Einstellungen wird die URL für die Boardverwaltung eingegeben. Dann unter Boardverwaltung installieren wir die Multi 4-in-1 STM32 Board. Nach der Installation können wir unter Boards das neue Multi 4-in-1 STM32 Board auswählen. Dann wird der FDDI-Programmer für STM32 ausgewählt. Der FDDI wird per USB an PC angesteckt. Schalte die Taranis an. Wähle unter Arduino die Schnittstelle vom FDDI aus und brenne den Bootloader. Ja, und hier ging es nicht weiter. Unter Mac OS X konnte ich meinen IRX4-Modul nicht mit dem FDDI ansprechen. Keine Verbindung. Also musste ich den Bootloader unter Windows XP brennen. Hier ist mein FDDI auf COM4 und konnte ohne Probleme auf das Modul zugreifen. Das Brennen des Bootloaders war erfolgreich. Der FDDI und der Bootjumper werden entfernt und das Modul kann zusammengeschraubt werden. Jetzt können wir endlich mit USB das Flashing durchführen. Das Modul wird mit dem Strom von USB versorgt und braucht die Taranis nicht mehr. Nach dem Einstecken von dem Modul an USB sehe ich unter Arduino keine USB-Schnittstelle. Aber unter PC-Hardware wurde ein neues USB-Gerät gefunden. Zuerst brauche ich die Maple-USB-Treiber. Erst nach dem Installieren des Maple 003 DFU-Treibers wird die Schnittstelle erkannt. Ich öffne wieder das Multiprotokoll-Projekt unter Arduino. Zum Hochladen der Firmware wird die Upload-Methode via USB gewählt. Arduino erkennt die USB-Maple-DFU-Schnittstelle und lädt die Firmware hoch.
Jetzt trenne und verbinde ich die USB-Verbindung zum Modul. Windows erkennt eine neue USB-Schnittstelle und wir wählen als Treiber Maple Serial aus. Nach dem Installieren vom Treiber sehen wir die neue USB-Schnittstelle unter Arduino. Nun habe ich die neue Firmware drauf und kann das Modul in die Terrainis einstecken. Ich teste das Modul mit dem Bewoop B03 Pro, der Biang-Protokoll nutzt. Die Bindung erfolgt jetzt per Menü. Ich schalte den B03 an, starte das Binden auf der Terrainis. Der B03 blinkt nicht mehr und ist somit verbunden. Es werden sogar Bindungsinfos auf der Terrainis angezeigt.